Okay, welcome everybody. Willkommen bei der Übersetzung für den Vortrag Wulim von Florian, Niklaus und Manuel. Wir sind eure Übersetzer, Toni, Frieda und Michael. Und wir sind froh um Feedback auf Twitter von euch mit dem Hashtag, C3T. With a pretty secret dictatorship and the people living there are under constant observation. Der Vortrag geht um eine ziemlich gemeine Diktatur und die Leute dort leben unter ständiger Unterdrückung um Nordkorea. Die letzten Fortschritte in Hard- und Software haben gezeigt, dass Florian und Niklaus letztes Jahr beim Kongress haben Florian und Niklaus schon das Red Star OS vorgestellt. Insbesondere die Überwachungsfeatures dieses Systems. Dieses Jahr werden sie uns die Features und die Besonderheiten von Nordkoreas neuestem Tablet vorstellen. All right, thanks for showing up. I'm going to dive right into the Wulim. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich werde jetzt sofort Wulim vorstellen. Wir wissen alle nicht, wie wir das aussprechen sollen. Wulim is probably like the wrongest that you can get it when you write it in Latin letters, but that's not important, I guess. So, aber das ist auch eigentlich nicht so relevant. Also erstmal ein Disclaimer. Wir waren noch nie in Nordkorea. Also viele unserer Slides haben Wörter wie vielleicht, wahrscheinlich, weil wir natürlich nicht wissen, wie das wirklich verwendet wird und was die wirklichen Kontrollmechanismen sind. Wir haben nur dieses Tablet und manche Quellen in Nordkorea. Also manches von dem, was wir sagen, ist mehr spekulativ. Es ist nicht möglich, da jetzt einen kompletten Eindruck zu bekommen. Und was uns auch wichtig ist, ist, dass es nicht darum geht, uns über die Nordkorea lustig zu machen und vor allem auch nicht über die Entwickler vor Ort. Und natürlich überhaupt nicht über die Menschen, die in Nordkorea leben. Wir reden hier nicht hauptsächlich über die Sicherheit, sondern eher über die Privatsphäre. So what are we going to talk about? We are going to give you a little update about Red Star OS. Heute reden wir über die Updates zu Red Star OS. Es war viel Arbeit nach unserer Veröffentlichung letztes Jahr zu Red Star OS. Wir reden über die Software und die Hardware, die das Tablet, aus die das Tablet besteht. Wir geben euch eine Einführung in die vorinstallierten Programme auf dem Tablet und wir haben sogar ein echtes Live-Device hier vor Ort mit einem Foto von Kim Jong-un und wir haben ein Gerät aus Nordkorea geschmuggelt. In der Frage- und Antwort-Session am Ende ist es wichtig, dass ihr nicht fragt, wie wir dieses Gerät bekommen haben. Wir haben es jedenfalls da. Am Ende machen wir dann eine Live-Demo. Like Wulim is pretty locked down, so Wulim ist ziemlich gesichert, also gibt es nicht viel, was ein Benutzer machen kann, um herauszubrechen aus der Sicherheitsbox. Also hatten wir eine Möglichkeit gesucht, um alles herunterzuladen, alle Apps. Manuel redet dann drüber, wie wir Zugriff auf das Gerät bekommen haben und danach sehen wir, wie die Regierung die Verbreitung von Medien mit diesem Tablet kontrollieren kann und darüber redet dann Niklas. Danach haben wir hoffentlich dann ein Q&A. Also jetzt nur ein paar Updates zu Red Star OS. Es gab ein paar Veröffentlichungen zu der Sicherheit von Red Star OS. Dazu, dass es Code Execution, Command Injection und Cell Shock gibt, sogar in der Server-Version. Und Inter Alias ist eine Seite, wo jemand die Wasserzeichen benutzt,
um Artefakte für Bilder zu zeigen. Und diese Projektseite kannst du besuchen auf interalias.org. Found is that we found a website which is called cooks.org.kp, which is from DPRK. Und wir haben auch eine nordkoreanische Seite gefunden, die alle JPEGs enthält, die Wasserzeichen enthält, und diese Wasserzeichen existieren tatsächlich. Das kann man da das erste Mal richtig sehen. Tells us that there are like six different computers where those JPEGs are kind of Und wir haben diese Seite und analysiert und gesehen, dass es 6 verschiedene Computer gibt, wo diese JPEGs verwendet werden. Warum tun wir das überhaupt? Also letztes Jahr gab es nur ganz, ganz rudimentäre Informationen darüber, wie diese Tablets aussehen, die die Nordkorea zur Verfügung stellt. And it was not used by the watermarking. And we thought last year that there might be some sophisticated, more sophisticated Letztes Jahr hatten wir, als wir Red Star OS vorgestellt hatten, hatten wir den Eindruck, dass es vielleicht sehr sophisticated Wasserzeichen Also ich habe schon gesagt, Wulim ist eine sehr schlechte Übersetzung. Wenn man das übersetzt, dann heißt das wahrscheinlich Ring im Google Translate. Echo ist wahrscheinlich die beste Übersetzung von Wulim oder Ulrim oder Ullim. Oder auch, es ist der Name eines Wasserfalls in Nordkorea. Es gibt wahrscheinlich mindestens 4 verschiedene Tablet-Versionen aus Nordkorea. Wir haben Zugriff auf 3 von diesen 4. Es gibt ein weiteres, der nach einem Berg benannt ist, Mysterious Fragrant. Also wahrscheinlich nennen sie alle ihre Devices nach, nennen die nach der Natur. Wenn du mehr die Geräte recherchierst, dann werdet ihr sehen, dass die Geräte in China hergestellt werden. Die werden versendet nach Nordkorea mit Stock Android, wahrscheinlich mit dem Namen Z100. Das ist ein chinesischer Hersteller. Das Produkt wird zwischen 180 bis 260 Euro verkauft. Es ist ein guter Preis für die Technologie, die in dem Gerät drin ist, aber ihr könnt euch überlegen, dass 260 Euro sehr viel ist für jemanden in Nordkorea, der einen Tablet-PC kaufen will. Deswegen sind die Tablet-PCs wahrscheinlich nicht für das generelle Volk in Nordkorea bestimmt, sondern für die hohe Elite. Das ist natürlich aber noch Spekulation. Die Software von einem Tablet-PC kommt direkt aus Nordkorea. Was die gemacht haben, ist, sie haben das Android-SDK benutzt, um ein Android für ihr Tablet zu entwickeln, und haben dann interessante Modifikationen hergestellt für das Tablet. Wir präsentieren jetzt Product Presentation. Wir zeigen jetzt das Video, das nordkoreanische Werbevideo zu Wulim. So the subtitles are not coming from the original video. The subtitles has been added by a guy from South Korea who was helping us out. So this is the official commercial for Wulim.
Okay. Also das war ein Originalvideo. Wir haben da nichts verändert. Das war wirklich echt. Ich will kurz auf ein paar der Punkte eingehen in dem Video, weil sie ein bisschen wichtig sind für mich. Also erstmal, driving and watching, fahren und Videos anschauen geht gar nicht. Wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr, dass das originale Gerät nicht dasselbe ist wie in dem Video. Auch wenn es wahrscheinlich dieselbe Herstellerfirma ist. Da in der Ecke steht Ulrim, das ist auch auf dem Tablet das Logo. Wahrscheinlich ist es von derselben Serie. Aber es ist nicht dieselbe Hardware auf jeden Fall. Es gibt da verschiedene Versionen von. Das ist wichtig zu wissen. Das nächste Ding, was sehr interessant ist, sind Rapid Updates, also schnelle Updates. Which I find like this is pretty amazing and good. The second thing is they have a free warranty service. Das zweite Ding, das es gibt, ist eine Warranty Service, also eine Versicherung, falls das Gerät kaputt geht. Und eine der wichtigsten Sachen es geht nicht um den Tablet-PC selbst, aber es geht um die Infrastruktur, die bieten einem einen DVB-T-Funk-Fernsehempfang an, wenn man noch so einen zusätzlichen Dongle dazu kauft. Also ein bisschen wie Apple, das ist relativ teuer. Und dann kann man halt DVB-T auf seinem Gerät anschauen. You will not be able to view any und sie sagen, du bist nicht in der Lage, irgendwas anderes außer unsere Sachen zu sehen. Das ist sehr interessant, weil bei Red Star OS, wenn wir dafür zurückgehen, gab es einen Antivirus-Scanner, der natürlich kein Antivirus-Scanner war, aber irgendwas anderes. Und damit tricken sie die Leute aus, damit die Leute denken, es ist ein Antivirus-Scanner, aber eigentlich überwacht er sie selbst. Und hier sagen sie, du siehst das Zeug von außerhalb nicht als Feature, nicht mehr als Antivirensoftware. Und sie sagen, wir verschlüsseln unser komplettes Signal, das wir an euch senden, so dass von außen nichts an euch rankommt. Okay, wir gehen jetzt in die Hardware hinein. Wir schauen kurz da rein. Es ist eine Allwinner A33 CPU mit 8 GB RAM, hat einen MicroSD-Kartenanschluss und halt eben einen Stromadapter. Es hat einen Touchscreen, der aber nicht so responsiv ist. Wenn ich also nachher die Live-Demo mache, dann werde ich wahrscheinlich an die falsche Stelle drücken. Es ist ein bisschen zufällig, was passiert. Deswegen habt Nachsicht mit mir, wenn ich was Falsches drücke. Wenn man das Tablet selber anschaut, sieht, gibt es gar keine Kommunikationsports. System on a chip with a board that comes with a board. You probably have another chip that has like Bluetooth Wi-Fi. Normalerweise, wenn man die CPU hat, hat man auch noch einen Bluetooth Chip, so etwas. Das ist in diesem Device nicht vorhin. Das wurde herausgelötet oder es wurde niemals hineingebaut. Das Board enthält überhaupt keine Kommunikationshardware. Man muss immer ein Adapter bzw. ein Dongle kaufen oder mieten, damit man sich verbinden kann. Wie man im Video gesehen hat, gibt es die üblichen USB-Peripherien, zum Beispiel Modem, Wi-Fi oder Ethernet, DVB-T. HDMI ist ein bisschen problematischer. Das Gerät, das wir da haben, hat kein HDMI, deswegen können wir es auch nicht auf den Bildschirm verbinden. Aber in der Werbung konnte man sehen, dass es HDMI-Anschluss möglich ist. Somit konnte man es an jedes HDMI-Gerät anschließen, aber leider nicht mit unserem Gerät. Deswegen müssen wir die Demo mit so einem Projektor machen. Wir hoffen, dass es klappt. Kommen wir zur Software. Wir haben Android 442 mit Kernel, mit einem ziemlich aktuellen Kernel für 442, gebaut am 10. September 2015. Es ist also ziemlich neu. Ich denke, wir haben es vor 4 Monaten bekommen oder so. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir es recherchiert haben, war das ziemlich neu. Vorinstalliert sind die üblichen Android-Installationen, vorinstallierten Software, ohne das Google-Zeug. Also wir haben kein Google Maps etc., es ist alles herausgeworfen worden. Wir haben einfach nur die Basisfunktionalitäten, zusätzlich ein paar Apps von Nordkorea vorinstalliert.
Kann ich bitte das Tablet auf dem großen Screen haben? Soll ich vielleicht mal das Video zeigen für Überbrückung? Nein, okay, hier. Das ist das Tablet. Das ist der Standard-Hintergrund, den ihr seht. Wenn ich das Tablet bewege, könnt ihr vielleicht sehen, dass da ein paar Kabel rausschauen auf der einen Seite. Das ist, weil wir versucht haben, Debugging-Ports zu finden, haben wir nicht gefunden. Wir haben also einfach angefangen, die LCD zu debuggen und sowas. Aber es funktioniert nicht richtig. Also wenn ihr dazu Fragen habt, diese Kabel sind nur, die machen eigentlich nichts momentan. Okay, also lasst mich euch das Tablet-PC kurz vorstellen. Ein paar dieser Applikationen haben eine serielle ID, die meistens auf dem Hintergrundbild zu sehen ist. Und wir wissen nicht, warum diese Serien-ID da ist. Es könnte nur eine Versionsnummer sein für die Applikation oder eine andere Möglichkeit zu tracken, wer welches Gerät hat und wer welcher APK installiert hat. Der Typ, der das uns geleakt hat, könnte also ein Problem bekommen. Ich habe also das Zeug damals rausgenommen, habe geschaut, ob eine Seriennummer drin ist, habe sie da zurückgepackt, nur um sicher zu sein. Das war nur, damit keine Seriennummern zu sehen sind, haben wir sicher rausgenommen. Also hier sieht man eine Übersicht über die ganzen verschiedenen Apps. Diese Apps sind nach dem Factory Reset Mode dabei, also wenn man sie sozusagen frisch installiert. Das kommt also mit dem Tablet selbst. Du hast hier zum Beispiel so Sachen wie eine Kamera oder einen Browser, einen File-Browser, Einstellungen. Hier in der Einstellung kann man sehen, dass es zum Beispiel Internet gibt oder Modem. Hier unten sind Applications. Es gibt sogar Flash. Wir wissen nicht, ob es wirklich Flash ist, aber es macht Sinn, weil viele Applikationen und viele Seiten von der Nordkoreanischen Republik zeigen ihre Sachen in Flash an. Also macht das total Sinn. Okay, wenn man hier runterscrollt, kann man verschiedene Applikationen sehen, die ganz normal sind. Und diese rote Flagge hier, die sehr interessant ist. Okay. Das nächste, was ich euch zeigen will, ist die Security-Zeug. Also hier zum Beispiel ist das Certificate Authority-Zeug, also die Zertifikate, die ausgestellt worden sind. Das sind alle, die es gibt. Mehr gibt es nicht, sind nicht so viele. Die sind alle von DPRK ausgestellt. Ihr solltet das im Hintergrund behalten, wenn ihr so ein Gerät halt bekommt. Werdet ihr wahrscheinlich Man in the Middle attacked werden von Nordkorea. Okay, das nächste Interessante ist der Browser, der File-Browser. Also lass uns das mal anschauen. Es ist ein ganz normaler Browser. Man kann die Dateien, die auf der Festplatte sind, anschauen. Man kann sich die Favoriten ansehen und die Bookmarks, also die Lesezeichen. Die meisten dieser Lesezeichen sind interne Webseiten. Das heißt, die URL ist nur eine IP-Adresse. Check on all of them, you see that they are all internal IP addresses. And these go perfectly go into the address space that DPRK has. Und das sind alles interne Adressen, die wirklich im Address Space von Nordkorea sind. Some outbound connections to IP addresses that go into this network segment. Manches macht sogar Verbindungen in ein anderes Segment, aber wir wissen nicht so richtig, was da passiert. Vielleicht die schnellen Updates, aber wir können das nicht so genau sagen. Es gibt auch eine Kamera. Ich werde kein Bild von euch machen, um es Kim Jong-un zu zeigen. Aber stattdessen werde ich euch ein Spiel zeigen. Das Robo Defense heißt. Das ist, man kann das im Play Store von Android herunterladen. Und wenn ich dieses Spiel starte, könnt ihr das vielleicht erkennen. Dass das die Originalversion dieses Spiels ist. Sie haben nur ein paar Kleinigkeiten verändert, vor allem für die Spracheinstellungen. Beim Dekompilieren sieht man, dass es sehr, sehr ähnlich zu dem im Play Store ist. Vielleicht ist da eine Copyright Violation, vielleicht geht das gegen Copyright, aber das ist nicht ganz so genau sicher.
Es gibt noch eine andere ganz interessante App, die Kindern zeigt, wie man mit einer Tastatur schreibt. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Und man kann eine USB-Tastatur anschließen und dann können Kinder lernen, mit dieser USB-Tastatur zu schreiben. So, concerning writing, there is also a full-blown office suite. Okay, zum Schreiben gibt es auch eine volle Office-Funktionalität. And with office suite, I really mean office suite. So it lets you kind of create und diese PowerPoint presentations and stuff like that. Office really suite ist echt relativ groß. Und funktioniert sehr gut, aber wir hätten das gerne verwendet, um diese Präsentation zu machen mit diesem Tablet, aber leider funktioniert das HDMI nicht. Hier haben wir eine Applikation, die aus Red Star rauskommt, und das ist im Prinzip die Enzyklopädie aus Nordkorea, und das zeigt alle Texte der Führer dort. Also alles, was die gemacht haben, möchte das sehen. Eine andere interessante Sache ist, dass es eine Menge Lernsachen gibt auf dem Tablet. Zum Beispiel eine Anwendung, die ein Technologie-Lexikon ist, wo man Informationen finden kann über verschiedene Technologien. Oder für andere wissenschaftliche Bereiche. Ein anderes, das auch sehr interessant ist. Ich muss das kurz irgendwie hinfixen. Moment. So, give me a second. There we go. All right. So, I'm going to start this application again. Okay, ich probiere es nochmal. Ich werde die Applikation nochmal neu starten. Wenn ihr den Splash Screen seht, bitte schreit zu mir, auf welches Game euch das erinnert. Yes. I don't know if it's SimCity. Ja, das sieht aus wie SimCity. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber es sieht so aus. Und was diese Anwendung macht, ist ein Architekturprogramm, mit dem man im Prinzip Häuser planen kann, also ganze Städte auch. Man kann damit wirklich die Architektur machen, also wirklich im Detail. Das kommt auch mit dem AutoCAD-Programm, damit man die Sachen, die man damit benutzt, auch auf einem Windows-PC zum Beispiel benutzen kann. Natürlich alles mit Copyright-Violations. Was haben wir noch? Eine Koch-Applikation, ein paar weitere Spiele, noch ein, zwei interessante Sachen, die uns aufgefallen sind, während wir es benutzt haben. Wenn man diese Applikation startet, Trace Viewer, die ist sehr interessant, wenn man sie startet, die sammelt Screenshots. Also was es macht, es gibt einen Prozess im Hintergrund. Sobald man eine Anwendung öffnet, macht er einen Screenshot von der Application und den speichert er in einem sicheren Verfahren. Und die einzige Möglichkeit, was man damit machen kann, ist, um deine Historie anzusehen. Also die Bilder, die die Applikation macht. Also von unserer Perspektive ist das im Prinzip ein eindeutiger Hinweis, dass sie dir sagen, wir wissen, was du tust. Und man kann nichts davon löschen. Man kann das nicht löschen und sie wissen genau, was die Leute machen. Das nächste, was man noch sehen kann, ist, wenn du zum Beispiel versuchst, einen File zu öffnen, also eine Datei, dann bist du wahrscheinlich nicht in der Lage, irgendwas von außen zu öffnen. Und das war das, was wir dachten, wo wir im Detail drauf schauen müssen. Weil wir finden, dass es ein ziemlich starker Mechanismus ist. Okay, in this case it's working, that's bad, because I created this file on this tablet. Okay, ich habe das File auf diesem Tablet geöffnet, deswegen funktioniert das. Wenn ich dieses hier öffne, dann sagt es, das ist ein nicht signiertes File. Also man kann das nicht öffnen, das ist nicht signiert und nicht signierte Files können nicht geöffnet werden. Okay. Kann ich zurück zum Computer bitte?
Can I have Niklaus's password, please? Oder should I ask Kim Jong-un? Do you have an auto-erase after like 10 times entering the wrong password? Okay, wir suchen das richtige Passwort. Vielleicht sollten wir Kim Jong-un fragen. Jetzt. Okay. So much for the application demos. Okay, jetzt haben wir die Application Demos gemacht. Es gibt zwei Apps, die ich nicht auf dem Tablet zeigen kann. Davon kann ich euch jetzt nur Screenshots zeigen. Das erste, das sehr interessant ist, ist NUC. Und das, wir vermuten, dass das benutzt wird, um eine Verbindung zum Intranet in Nordkorea zu bekommen. Man kann durch drei Versionen da reinkommen, entweder über eine Local Area Connection oder über das Internet oder über PPoE. Man braucht Login-Credentials und man kann verschiedene Access Points aussuchen, je nachdem, wo man ist in Nordkorea, also in welcher Stadt. Credentials and probably get hooked up to the local internet of DPRK. The next one, which is quite interesting and is running in the background. Das andere, das sehr interessant ist, ist eine App, die im Hintergrund läuft. Red Flag. Das ist die, die im Hintergrund die Screenshots macht. Das ist die, die die Browser History macht. Und das ist auch die, die die Android ID und so weiter macht. Wir vermuten, dass der gleiche Mechanismus auch auf den Smartphones läuft, weil es eben auch die Android-ID macht und die SIM-Card-ID. Es macht auch einen Integrity-Check, also wenn das System fehlschlägt, dann wird es eben neu gestartet. Und es gibt auch eine Whitelist-Application, das heißt, manche Apps kann man einfach nicht installieren. Ja. Man sieht, Angry Birds kann installiert werden. So the last thing that you've seen is obviously not a black box analysis anymore. Okay, das letzte, was du gesehen hast, ist offensichtlich keine Blackbox-Analyse mehr, sondern stattdessen haben wir irgendwie Zugriff dazu erhalten. Und Manuel erzählt euch jetzt, wie er das macht. Okay, könnt ihr mich hören? Ja? Okay. Also als Florian gerade eben einen Überblick gezeigt hat, was man als Benutzer machen kann mit dem Tablet, zeige ich euch jetzt ein bisschen technischer, was man damit machen kann. Aber ich versuche natürlich, es so verständlich wie möglich zu halten, ohne zu viel Detail zu verlieren. Als Wissenschaftler wollten wir natürlich wissen, was unter der Haube passiert im Tablet, wieso es was macht und wie die Vorkehrungen umgesetzt werden, die zum euch dazu verhindern, beliebige Dateien zu öffnen. Um die tiefe Analyse durchführen zu können, brauchen wir Daten von dem Tablet. Und ich zeige euch jetzt, wie wir auf diese Daten gekommen sind. Und in diesem Prozess bekommt ihr wahrscheinlich einen guten Einblick in, was Nordkorea macht, um zu verhindern, dass irgendjemand mit der Integrität des Systems das verletzt, die Integrität. Was wir gemacht haben, ist entweder ein Memory Dump zu machen oder wir müssen Code ausführen. Okay, sie haben es tatsächlich ganz gut geschafft, dieses Tablet zu geschlossen zu machen. Als erstes haben wir die offensichtlichen Dinge ausprobiert. Ist es ADB, ist ADB angeschaltet? Nein. Können wir es anschalten? Nein. Gibt es da Developer Options? Also man packt fünfmal die Build Number des Androids rein. Kann man auch nicht machen. Wir können auch keine APKs installieren. Wenn wir zum Beispiel versucht haben, einen Terminal Emulator zu installieren, dann hat das nicht funktioniert, weil man ein signiertes APK braucht. Dann haben wir es zugemacht und haben einfach versucht, alle möglichen Kombinationen von Knöpfen zu drücken. Ob es da vielleicht einen Recovery-Modus gibt, aber den gab es nicht.
Als nächstes waren wir dann ein bisschen kreativer. Wir haben versucht, Dialoge zu finden, die Dateis öffnen. Weil wir uns dachten, mit dem normalen File Manager kann man nur bestimmte Dateien öffnen. Aber vielleicht, wenn wir diese Dialoge finden, können wir Zugang zu dem Systemspeicher bekommen. Und das ist tatsächlich möglich. Aber die Dateien, die man dadurch, auf die man dadurch Zugang erhält, sind leider sehr limitiert. Und man findet innerhalb dieser .txt keine wichtigen Linux-Systeminformationen. Und selbst wenn man da dann Zugang hat, muss man noch die Android-Sandbox brechen. Also man muss noch ausbrechen aus dieser Sandbox. Wir haben auch versucht, über die Archive zu attackieren, also über Symlinks oder Directory Traversal. Das hat aber auch nicht funktioniert. Wir haben dann eine Datei gefunden, die aussah wie ein Shell-Command und nicht signiert war. Und wir haben eine APK gefunden, die Tetris heißt. Und mit Java funktioniert, die von einem Chinesen gecodet wurde und der Source Code war auf GitHub verfügbar. Der Source Code auf dem Tablet war identisch mit dem auf GitHub. Und wir dachten, da es da keine Signierung gab, dass wir vielleicht über das Java da rein konnten. Aber leider war das komplexer, als wir dachten. Da das Tablet seine eigene Office-Suite hat, haben wir auch versucht, XLS Macro Injection. Aber leider hat das auch nicht funktioniert. Was wir gesehen haben, ist, dass jemand daran gedacht hat. Jemand wollte nicht, dass wir damit was machen. Und in Niklas' Teil werden wir nun zeigen, dass es doch möglich ist. Lass uns aber erstmal einen Schritt zurückgehen. Wir wissen alle, dass es Android-Sicherheitslücken gibt. Wenn wir die Android-Sicherheits-Updates verfolgen, dann werden jeden Monat neue Updates veröffentlicht. Wieso können wir nicht eines dieser Sicherheitslücken ausnutzen? Zum Beispiel eine der berühmten, Stage Fright. Das ist zwar theoretisch möglich, aber praktisch sehr hart, denn das wäre Blackbox Exploiting. Und in so einer solchen Situation hat man ein Gerät da, in dem man einen Debugger anschließen kann, und dann versuchen wir, das damit zu brechen. Wir können das zwar machen, aber wir haben nur ein Tablet und es ist nicht geroutet. Was wir in so einer Situation aber machen können, können wir einen Angriff auf Hardware-Ebene machen. Wir können die Platine beobachten, von dem, was wir wissen, was auf der Platine ist, von der Komplexität her. Es ist wahrscheinlich, dass sie den Boot-Prozess nicht abgesichert haben. Es gibt also die Möglichkeit, dass wir den Case aufmachen können, den Speicher herauslöten können und dann können wir den Speicher auslesen. Die Möglichkeit existiert. Das ist zwar eine Möglichkeit, das könnte erfolgreich sein, aber stell dir vor, du bist ich und du bist eher Software als Hardware. Kannst du mir ein Lötkolben geben, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich es vermassel, und da wir nur ein Gerät haben und wenn ich es kaputt mache, das ist sehr, sehr gefährlich. Deswegen war das keine Option für uns, auch wenn du unglaublich gute Lötkolben-Skills hast, ist die Chance hoch, dass der Chip zu heiß wird und dann hast du es eben vergeigt. Gehen wir zurück zum Internet.
Wir dachten, wir könnten einen anderen Weg finden, um in den Speicher reinzukommen. Und nachdem wir die Architektur recherchiert haben, wir haben das Gehäuse aufgemacht und konnten ansehen, welche Chips verbaut sind. Wir haben zum Beispiel den A33-Chip gefunden. Was wir auch gefunden haben, ist eine halb chinesisch, halb englische App. Wir haben also Buttons wild gepresst. Wir wussten nicht, was wir da machen. Aber es war uns möglich, dass wir ein bootable Image für das Tablet erstellen konnten, auf eine SD-Karte, dass wir das auf eine SD-Karte speichern konnten, einlegen konnten und dann würde das Gerät von der SD-Karte booten. Und wir dachten, das wird nie funktionieren, aber wir haben es gemacht und es hat offensichtlich funktioniert. Okay. Wir haben gedacht, warum haben sie das getan? Warum haben sie diese ganzen Sicherheitsmechanismen eingebaut? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir können nur spekulieren, aber es gibt da ein paar sehr gute Antworten. Zum Beispiel, vielleicht haben sie es einfach nur vergessen. Aber wir glauben nicht, dass es ist. Es könnte sein, dass dann Teil dieses Systems die Überwachung ist. Dass es sozusagen standardmäßig von der SD-Karte bootet, wenn man gewisse Sachen, gewisse Kabel trennt. Und das könnte vielleicht zu komplex sein, diese Sachen zu verändern, wenn man es von einem chinesischen Supplier kauft. Und wenn man drüber nachdenkt, es ist nicht wirklich ihrem Security-Konzept widersprechend. Denn was müssen sie eigentlich, wogegen müssen sie sich verteidigen? Gegen einen nordkoreanischen Händler oder sowas, der in Nordkorea wäre und versuchen würde, das zu versuchen oder so. Und stell dir vor, du sitzt in Nordkorea und versuch mal, dieses Programm zu benutzen, während dein Internet die ganze Nacht überwacht wird. Oder du hast auch gar keinen Zugang zu Internet. Ich glaube, das ist relativ schwer. Und ich glaube, deswegen haben sie es getan. Aber wir haben Code-Ausführungen hinbekommen, aber wir waren noch nicht fertig. Es war ein funktionierender Linux-Kernel, aber wir hatten keine Möglichkeit, an den Speicher ranzukommen. Uns hat aber nur ein Treiber gefehlt. Was könnten wir also tun? Erstens könnten wir einfach wieder einen Analysierer ranpacken und gucken, was es sagt und warum. Aber das wäre wieder die Hardware anfassen und das wollten wir nicht tun. Was wir also auch machen könnten, wäre die Hände an das Datenblatt zu bekommen, für so eine Art von Speicher. Und deinen eigenen Treiber anhand eines Datenblatts zu machen, sieht nach einem sehr zeitaufwendigen Prozess an, als haben wir was anderes gemacht. Wir haben gedacht, es kann nicht sein, dass die das Tablet von einem Manufacturer kaufen, ohne dass es hier benutzt wurde. Damals wusste ich nicht, dass es Z100 ist. Wir haben also gedacht, es muss ein anderes Tablet geben, das fast dieselbe Architektur gibt. Und vielleicht hat dieses einen funktionierenden Treiber. Also sind wir ins Internet und haben nachgeschaut und das haben wir gefunden. Das ist ein Tablet, für damals waren es vielleicht 30 Euro. Und da kann nicht viel schief gehen. Wir haben es gekauft, zwei davon. Und glücklicherweise kamen die bereits geroutet. Also konnten wir einfach ADB anstecken, alles runterladen und wir waren fertig. Wir haben den Kernel und den Treiber genommen für den Speicher und haben es auf eine SD-Karte gepackt, haben es gebootet. Zuerst in das Fake-Tablet. Es hat nicht so einfach funktioniert wie gedacht, weil die Art und Weise, wie der Treiber mit dem Speicher kommuniziert, ist seltsam. Aber als wir es dann reverse-engineert haben, konnten wir herausfinden, wie wir mit dem Storage-Controller reden können. Die Frage war, würde das funktionieren auf dem nordkoreanischen Tablet? Wir haben es also reingesteckt, haben es probiert und es hat funktioniert. Das ist der Memory-Dump des internen Storage. Also des internen Speichers. Und da könnt ihr die Partition sehen, die es benutzt. Und wie ihr seht, das ist ein ganz normales Android-Device eigentlich. Es hat einen Bootloader, eine Boot-Partition, den Kernel-Bereich, hat eine System-Partition, eine Daten-Partition, natürlich auch eine Recovery-Partition. Und jetzt konnten wir wirklich anfangen, unsere Analyse zu machen. Und das ist, was Niklas euch jetzt erzählen wird.
Okay. Wenn einige von euch unseren Vortrag vom letzten Jahr angehört haben, wo wir einige sehr interessanten Features gefunden haben bezüglich des Betriebssystems, sobald wir Zugriff auf das Tablet hatten, haben wir überprüft, ob wir ähnliche Mechanismen finden konnten, Wasserzeichenmechanismen, also auf dem Tablet. Und sobald wir die meisten Bibliotheken des Tablets zugreifen konnten, haben wir gesehen, dass auch auf dem Tablet die Wasserzeichen sind. Wahrscheinlich das gleiche wie auf RedStarOS. Es schaut aus wie eine refaktorisierte Version des Wasserzeichensystems von RedStarOS. Wir haben nicht gesehen, wir haben keinen Code gesehen, der diese Bibliothek wirklich benutzt. Die Bilder und die Dateien sind nicht gewassermarkt auf unserem Device, aber der Code, der ist dafür da. Wir denken, dass es aus Kompatibilitätsgründen so ist. Was ebenfalls. Okay, was wir gesehen haben, ist, dass es einen interessanteren und sogar noch geschlosseneren Weg gibt, die Medien zu kontrollieren auf diesen Devices. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir. Diese Wasserzeichen können im Prinzip identifizieren, welche Red Star Implementation gerade verwendet wird. Es gibt dieses Decryption Tool, aber eigentlich ist das wirklich relativ simpel. In the wild, basically, when you have the original file at the top. Aber wenn man das wirklich sieht im richtigen Leben, dann sieht man erst das Originale, wenn es dann einen Benutzer gibt, sieht man, dass ein paar Bytes dazu hinzugefügt werden. Bei einem zweiten Benutzer, der auch RedStarOS verwendet, werden sogar noch mehr Dateien dazu addiert. Und das Grüne ist sozusagen das Wasserzeichen des ersten Benutzers und das orangene Wasserzeichen identifiziert den zweiten Benutzer. Interessant hier ist aus Regierungsperspektive, nur um euch einen Eindruck zu geben, wenn man ein normales JPEG hat auf diesem RedStarOS-System, das man dann vielleicht an einen Freund abgibt, der wird dann das System wird dann ein neues Wasserzeichen dazu packen und der dritte Freund, das System wird dann auch ein Wasserzeichen dazu packen. Und wenn die Regierung dann Zugriff auf das System des dritten Benutzers bekommt, dann kann sie mit dieser einen Datei die ganze Kette verfolgen, also jeden Dissident oder jeden, der dieses Dokument mal in seinem Tablet hatte. Wenn man sich das auf einem großen Maß vorstellt für eine ganze Stadt, funktioniert das ähnlich wie ein Social Network. Es zeigt einem die Connections der Leute untereinander, unter den Dissidenten und Verrätern. Wenn du dir zum Beispiel auf deinem System ein File findest, kannst du damit natürlich auch gleich die Quelle des Files finden. Also auch alle, die das erstellen oder die sowas von außerhalb Nordkoreas nach innen holen. Und so kann man natürlich gleich alles zumachen. Was William macht, ist deutlich einschränkender als RedStarOS. Es kann natürlich dieselben Sachen machen, aber zusätzlich kann es noch restrikter vorgehen, denn es kann nicht nur die Sachen verfolgen, also nicht nur die Wassermarken einbauen, sondern direkt verhindern, dass Sachen verbreitet werden. Und das ist interessant, wie sie das machen. Es ist vor allem sehr effektiv. Also, was machen sie eigentlich? Sie benutzen kryptografische Signaturen und das direkt
Regierung hat Kontrolle über diese Signaturen. Und wenn man die Signaturen kontrolliert, dann ist man in der Lage, Dokumente zu signieren. Und wenn du die einzigste Quelle bist, die das machen kann, hast du komplette Kontrolle über alle Medien. Verglichen mit RedStar, das sozusagen nur die grundlegenden Funktionen im Kernel-Modul hatte. In Wulim ist das alles explizit. Also jede Applikation, alles hat diese Signaturenprüfungen. Das Betriebssystem ist im Prinzip nur eine Bibliothek, aber alle Apps sind für ihre eigenen Überprüfungen zuständig. Die sind mit einer nativen Bibliothek gemacht, mit Java, und jede Anwendung kann diese Bibliothek benutzen. Das Package ist Government No Media genannt, was sehr interessant ist. Wenn du zum Beispiel ein Dokument öffnest, was du dann siehst in dieser Office ist im Prinzip ein Lizenzcheck. Und wenn man zum Beispiel was speichert, dann werden die auch werden diese Funktionen auch wieder ausgeführt und signiert und überprüft. Wulin gibt zwei Möglichkeiten, Dokumente zu signieren. Die sind im Code als NatiSign, was ein Nations- und Unterzeichnung und Self-Sign, was für Selbstsignierung steht. Also was die Geräte selbst signieren können. Wenn ein Dokument keine gute, vertrauenswürdige Sequenz, Signierung hat, dann kann man sie mit den Tablets nicht ausführen. Das ist ein kurzes Beispiel, wie eine dieser nativen Bibliotheken funktioniert. Du hast hier ein paar Funktionen, die dir erlauben, ein paar Informationen aus dem Programm, aus dem Gerät zu bekommen. Und man überprüft den Inhalt der Signaturen. Man kann verschiedene Signaturen erstellen. Und es ist ganz interessant, weil verschiedene Applications verschiedene Fehler Meldungen generieren für den gleichen Fehler, also dass der Signaturcheck fehlgeschlagen ist. Hier ist eine Liste von vielen Apps, die diese Signaturüberprüfung machen. Okay, jetzt rede ich ganz kurz über Nation-Sign oder Regierungs-Signing. Es ist grundsätzlich eine RSA-Signatur mit einer 2048-Bit-Key. Der Public Key ist eben natürlich auf dem Tablet. Der private Key ist von der Regierung. Zusätzlich zu der Signatur an sich wird auch sehr viel verborgen. From a security point of view, it doesn't make any difference. What we focus more on is the self-signing mechanism. Worauf wir uns mehr konzentriert haben, ist der Self-Signierungsmechanismus. Denn es sieht ein bisschen interessanter aus als das Nationssignieren. Denn das Selbstsignieren ist eine Mischung aus symmetrischer Verschlüsselung und asymmetrischer Verschlüsselung. Der grundsätzliche Algorithmus dahinter ist AES. Sie benutzen nur 256-Bit Keys. Sie verschlüsseln also 32-Bit auf einmal. Sie signieren gleichzeitig auch noch mit RSA. Es gibt außerdem eine Datei namens legalref.dat. Wir haben die Red Flag Applikation vorhin gesehen. Die Red Flag Applikation ist verantwortlich für das Lesen der E-Mail und der Daten auf dem Device. Diese werden in dem legalref.dat gespeichert, was also eben eine Legal Reference ist von dem Device. Es ist so ziemlich das gleiche aus RedStar OS auch auf dem Tablet übertragen.
ist ähnlich zum Wasserzeichensystem. Hier haben wir eine Legal Identity, dann, so wie das dann genannt wird. Das ist ebenfalls in der Signatur enthalten. Es ist nicht nur die Signatur der Datei selber, sondern ebenfalls, es enthält immer deine Identität auch von deiner Person, also nicht der Person, sondern dem Device, das dann das damit kann man. Also im Prinzip geht es nur darum, dass du selbst Dateien auf deinem Tablet erstellen kannst und diese dann auch öffnen kannst. Okay, technisch sieht es so aus, dass diese Signaturen alle gleich groß sind, also 256 Bytes, 792 Bytes, also sogar wenn man ein ganz, ganz kleines Text, eine ganz, ganz kleine Textdatei erhält, dann werden 792 Bytes hinzugefügt. Wenn man das im Texteditor öffnet, dann sieht man das sogar. Das Blaue hier ist die RSA-Signatur. Das Interessanteste ist IMSI und IMEI. Der Rest sind eigentlich nur 0 Bytes. And they are using kind of like easy B mode. Sie haben es nicht mit Padding implementiert, sondern sie benutzen easy B mode. Und es ist ganz interessant, wie sie das implementiert haben. Aber ich glaube, es ist nur, weil sie das Padding nicht wollten. 20 bytes, which is not possible by default. Die Dateien, die dadurch beeinträchtigt werden, hier seht ihr ein Beispiel davon, von einem vom Office-Suit, was koreanisch unaussprechbar genannt wird. Hier sind Extensions aufgelistet, die man dann mit diesem Office-Suit öffnen kann. Wenn man also eine spezifische Application-Type öffnen möchte, dann ist man dafür verantwortlich, dass man das auch öffnen kann, zum Beispiel Media-Files, Audiodateien, Textdateien, HTML-Dateien, das ist, die sind alle betroffen. Was ebenfalls betroffen ist, sind API-Files. Also wenn man eine Application installieren möchte, dann hat man nicht nur das typische API-Signing, sondern man muss zusätzlich nochmal Signing mit dem eigenen Zertifizierungssystem, da es eben auch API-Files überprüft, wenn man sie installieren will. Also wenn man ein API installieren will, braucht man 2 valide Signaturen aus den Sourcen. Um euch mal ein Beispiel zu zeigen, was sie erreichen können mit all diesen Signaturen hier. Wenn man ein Voolim-Device hat, es gibt 2 valide Quellen. Das erste ist die Regierung, die praktisch alles kontrolliert, alle Medien, alle Dateien kontrolliert, die innerhalb Nordkoreas verteilt werden können. Sie haben die ultimative Gewalt über welche Mediadateien verbreitet werden innerhalb Nordkoreas, eben auch auf dem Voolim, dem Tablet. Die zweite Möglichkeit ist, man kann selber Medien signieren, die auf dem Gerät selber hergestellt worden sind. Dann mit Self-Sign. Das sind die einzigen Möglichkeiten, wie Voolim-Dateien signiert werden können. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Freund auch ein Voolim-Tablet hat dann, und damit eine Datei erstellt, dann kann ich die auf meinem Tablet nicht öffnen, weil die Signatur nicht stimmt. Also sie schließen nicht nur Nordkoreaner voneinander ab, sondern sie schließen auch alles, das von außerhalb von Nordkorea kommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Wikipedia-Artikel oder Wikimedia lesen möchte und das versucht zu importieren, das funktioniert alles nicht. Du kannst das alles nicht öffnen mit diesem Tablet. Okay, also, das schließt so ziemlich unsere Kenntnisse von Red Star ab. Wir bedanken uns besonders von IS Fink aus Südkorea. Die sind eine Nichtregierungsorganisation, die Informationen nach Nordkorea bringen wollen. Das sind die Leute, die uns mit dem Tablet versorgt haben. Wir möchten nochmal Danke sagen nach IS Fink, dass sie dieses Tablet aus Nordkorea geschmuggelt haben. Yeah.
Was man in der Zukunft machen könnte, wir werden in der Zukunft versuchen, einige der Informationen, die noch auf dem Tablet versteckt sind, zu befreien. Es gibt Wörterbücher, es gibt Bücher, die man kaufen muss, um herauszufinden, was da passiert. Wir möchten die Informationen befreien und allen verfügbar machen. Wenn du also eine Technologie aus Nordkorea hast, ein Smartphone oder Software, bitte, bitte komm zu uns. Wir würden sehr gerne nächstes Jahr nochmal einen Vortrag halten zu nordkoreanischer Technologie. Wir haben zwar einige andere Sachen, wo wir noch reingucken. Wir hoffen, nächstes Jahr wieder hier zu sein. Und das schließt unseren Vortrag ab. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Und jetzt gehen wir rüber in Fragen und Antworten teil. Thank you very much. We have maybe 2 minutes for questions. So vielen Dank. Wir haben ungefähr 2 Minuten für Fragen. All right. So the self-signing of the woolen basically just adds about 800 bytes to every file. Okay, also die Selbstsignatur addiert nur 200 Bytes zu der Datei. Was passiert also, wenn man es auf einem anderen System anschaut? Das hängt ganz stark vom von der Datei, die du benutzt, an. Also beim JPEG wird es korruptiert. Aber bei manchen Dateitypen funktioniert es einfach, weil das Ende der Datei festgestellt wird. But did you try to find the keys from the public television broadcast? Habt ihr versucht, die Sicherheitsschlüssel von den öffentlichen Fernsehkanälen zu finden? Ja, wir haben es analysiert, aber das Problem ist, dass das Tablet nicht DVB-T wirklich empfangen kann. Wir haben wahrscheinlich eine ältere Version des Geräts bekommen. Unser Gerät konnten keine Sicherheitsschlüssel für DVB-T finden. Also war es unglücklicherweise, haben wir keine Schlüssel dafür. Des Weiteren stellen wir uns vor, dass es wahrscheinlich auf den angeschlossenen Anschlüssen, auf Antennen etc. funktioniert. Zusätzlich müsste man sich auch noch registrieren, um die Hardware zu bekommen. Wahrscheinlich, eventuell installieren die noch ein APK auf deinem Tablet, die dir dann dazu ermöglicht, dass du dann Fernsehen gucken kannst in Nordkorea. Und das haben wir ebenfalls nicht. Okay, noch eine Frage. Wie viele der 8 GB Speicher sind schon von Anfang an belegt? So I would say that probably like it's not that much. So probably like 6 GB. Als Antwort wahrscheinlich nicht so viel. Ich glaube ungefähr 6 GB sind frei. Allerdings schaue ich das jetzt direkt auf dem Tablet nach. Okay, 1 GB ist benutzt ungefähr. Also es gibt noch relativ viel Speicher. Okay, we got another question from the Signal Angel. Eine weitere Frage aus dem Internet. Es gibt 2 Fragen. Die erste Frage ist, plant ihr irgendwelche Software-Dumps zu veröffentlichen und müsst ihr das Gerät wieder nach Nordkorea zurückschmuggeln? Also Antwort für die zweite Frage, wir hoffen nicht. Antwort auf die erste Frage, wir werden nicht veröffentlichen. Das Problem ist, dass der Dump Fingerabdrücke und Signaturen enthalten würde. Das wäre sehr einfach, die Person zu identifizieren, die das Tablet an uns herausgeschmuggelt hat, und das wollen wir verhindern. Es gab ein Beispiel, wo ein Koreaner ein einziges Post-it aus Nordkorea geschmuggelt hat und er ist für 15 Jahre ins Gefängnis gegangen. Wir haben schon gesagt, dass wir die Informationen auf dem Tablet, zum Beispiel die Bibliotheken, die Wörterbücher, die Bücher veröffentlichen wollen. Wahrscheinlich werden wir das alles noch machen. Wir werden das filtern und dann an die Öffentlichkeit veröffentlichen. Aber wir dachten jetzt erstmal, dass die Information darüber, weil wir nämlich denken, dass Information darüber fehlt. Okay, wir haben noch eine letzte Frage. Es war relativ viel Englisch in den Dateinamen.
DPRK-only features? Sogar in den Teilen, die nur für Nordkorea gedacht sind. Glaubt ihr, dass es da westliche Involvierung in diesem Projekt gab? Die Antwort, das ist eine gute Frage. Wir wissen, dass Nordkorea manchmal Unterstützung bekommt. Sogar Entwickler aus Deutschland im Austausch vor ein paar Jahren. Aber wir können nicht sagen, dass sie alles, dass Nordkorea alles alleine gemacht hat, aber es ist schon möglich. Sie wären in der Lage, das durchzusetzen alleine. Sie brauchen nicht unbedingt Unterstützung. Ich habe das alles auf Englisch, also ich habe die Einstellungen auf Englisch geändert, damit ihr das seht. Like the four, the eight letters, self-sign, Nati sign and stuff like that. If you put that to Korean, it would not be 8 byte anymore, it would probably be more, so that might be like... Für die Wasserzeichen ist das Problem, dass wenn man versucht, Koreanisch anzuzeigen und dann Koreanisch zu... appendieren, okay, dass es dann mehr als 8 Bytes werden. Applaus to those three guys.